Hast du jetzt aber einen Beruf, der nicht zu dir passt, dann rotzt du womöglich die Jahre hier einfach so hin, mit dem Ziel in Rente zu gehen. Und wie verrückt musst du denn sein, dich während dieser entscheidenden Zeit nicht bewusst um dein Leben zu kümmern? Hoch die Hände, Wochenende! Wie du mit der richtigen Berufsentscheidung deinen Montag zum geilsten Tag der Woche machst, das erfährst du in den nächsten Minuten. Vielleicht kennst du das Gefühl oder kennst Menschen, denen es so geht. Es ist Sonntagabend, du sitzt gemütlich zu Hause auf der Couch oder bist nur unterwegs, so oder so ähnlich, um einfach dein Wochenende ganz entspannt ausklingen zu lassen. Und dann kommt dir so ein Gedanke. Oh Mann, morgen ist Montag. Ich muss schon wieder arbeiten und habe überhaupt gar keine Lust. Denn, ja, ich sag's dir, wie es ist. Es kotzt mich an. Es kotzt mich an, dort Tag für Tag hinzugehen. Jeden Tag. Nicht nur der Montag, auch der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag und der halbe Freitag fühlen sich für mich an wie so ein Montag. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Aber was soll ich machen? Die Rechnungen müssen irgendwie bezahlt werden, also gehe ich halt dahin. Und dann gibt es auch noch diese ganz besonderen Momente. Das sind die Momente, wo alles perfekt scheint. Stell dir vor, es ist Sommer. Du bist mit deinen Freunden unterwegs und hast eine echt gute Zeit. Es ist herrlich warm. Ihr seid in einer anderen Stadt und verbringt das gemeinsame Wochenende dort. So wie bei mir. Ich bin mit meinen Freunden unterwegs in Köln. Wir sind draußen. Es ist herrlich warm, die Sonne scheint. Wir sind am Wasser und um uns herum viele Menschen. Wir haben Spaß und lachen. Und auch wir haben riesen Spaß und lachen sehr viel. Es ist einfach wunderbar. Vielleicht kennst du so Tage, die einfach perfekt sind. Die Tage sind mit Worten nicht zu beschreiben. Sie sind einfach rund. Es passt alles zusammen. Wer von euch kennt so Tage? Kennt ihr so Tage? Und genau so einen Tag erlebe ich jetzt gerade mit meinen Freunden. Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, all das um mich herum, was ich jetzt gerade so erlebe, erlebe ich heute so zum allerletzten Mal. Am nächsten Morgen, ich wache im Hotelzimmer langsam auf. Ich liege so da, so verträumt in meinem Bett, habe mein linkes Ohr auf meinem Arm liegen und denke noch, ach, wie herrlich leise. Unser Hotel ist mitten in der Stadt und ich kann nur diese Stille hören. Gestern um uns herum, was wir alles erlebt und gehört haben und jetzt diese ja, fast schon unheimliche Stille. Ich genieße es. Dann öffne ich meine Augen, muss noch leicht schmunzeln, heb meinen Kopf und bah, es ist abartig laut für mich. Ohrenbetäubender Lärm, ich höre auf einmal Straßenlärm, Autoreifen quietschen, über den Hotelflur die ersten Koffer rollen, die Zimmertüren der anderen Zimmer fliegen zu. Sag mal, was ist hier gerade passiert? Was ist hier los? Warum war es erst so leise und jetzt ist es so abartig laut für mich? Ich verstehe es relativ schnell. Ich halte mir erstmal ein rechtes Ohr zu und höre alles ganz normal. Dann halte ich mir mein linkes Ohr zu und höre nichts. Es schießt mir sofort durch Mark und Bein. Mein Körper reagiert. Ich habe Angst, renne ins Bad, knie mich vor die Schüssel und muss mich direkt übergeben. Und klar bin ich mit solchen Symptomen direkt zum Arzt. Vielleicht kennst du das Gefühl auch. Du sitzt im Wartezimmer und du wartest und wartest und wartest. Eine gefühlte Ewigkeit. Und ich weiß noch immer nicht, was los ist. Ich weiß nur, hey, ich kann auf meinem rechten Ohr nichts hören und habe eine verdammte Angst. Also macht was. Dann kommt der Arzt endlich rein. Er schaut auf seinen Monitor. Er schaut zu mir. Er schaut nochmal auf seinen Monitor. Er schaut nochmal rüber zu mir und sagt, Originalzitat, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Herr Schäfer. Sie haben einen Hörsturz in einer sehr extremen Form und dadurch ihr Gehör auf ihrem rechten Ohr
zu fast 100% verloren. Ob es wieder zurückkommt oder ob wir unterstützend was machen können, vielleicht in Form von einem Hörgerät, das kann ich Ihnen nicht sagen. Denn das steht hier gerade auf Messers Schneide. Der Arzt dreht sich wieder rüber. Was? Okay, aber wo kommt denn so ein Hörsturz her, will ich von dem Arzt wissen. Der Arzt schaut mich wieder an und sagt, das wissen wir nicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Oftmals ist es psychischer Herkunft. Stopp, 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 stopp. Hast du es auch gerade gehört? Der Arzt hat zu mir gesagt, dass ich womöglich auf meinem rechten Ohr nie wieder richtig hören kann. What? Er sagt aber auch, wenn ich Glück habe, kann ich ein Hörgerät tragen. Hörgerät? Ich weiß nicht, woran du jetzt denken musst. Als ich das meinem kleinen Bruder erzählt habe, der wurde vor wenigen Wochen 10 Jahre alt, sagt er wirklich zu mir, oh Benny, ein Hörgerät? Das ist ja mal peinlich. Dann hast du ja so ein riesen Ding da hinterm Ohr, wie so Omas und Opas. Also ich meine so alte Menschen, so Menschen ab 30. Danke, danke, danke. Aber nochmal zurück zum Hörsturz. Der Arzt sagt, es ist oftmals psychischer Herkunft. Also gehe ich mein Leben durch. Ich bin gesund. Ich habe eine harmonische Beziehung und wir haben eine glückliche und gesunde Tochter. Ich gönne mir Pausen. Ich ernähre mich grundsätzlich gut. Ja, abgesehen von Schokolade, ja. Ich bewege mich. Ich habe Freunde. Ich habe auch einen Beruf. Ich habe einen Beruf. Plötzlich, als ich anfange, über meinen Beruf nachzudenken, wird mir einiges klar. Ich habe seit über 18 Jahren diesen Beruf in der Automobilbranche. Und es fühlt sich nicht an wie 18, sondern es fühlt sich für mich eher an, als sind schon 30 Jahre. Ach, als mache ich das schon immer. Und ich merke, ich quäle mich tagtäglich auf meine Arbeit. Ich quäle mich tagtäglich dorthin. Denn meine Woche besteht, wie bei vielen anderen auch, vielleicht auch bei dir, aus so quälenden 4,5 Montagen und nur am Ende habe ich so einen Lichtblick, so einen kleinen halben Freitag. Ob mich meine Einstellung zu meinem Beruf krank gemacht hat, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich jetzt dringend etwas verändern muss. Und jeder Veränderung geht eine Entscheidung voraus. Meine Entscheidung, einen Ausstieg zu schaffen von dem, was mir nicht gut tut. Einen Ausstieg von all dem, was nicht meinen Werten entspricht. Also lass uns über Werte und über Entscheidung sprechen. Mein Ausstieg, also meine Entscheidung, bedeutet, dass ich meinen Beruf aufgebe. Und es ist nicht einfach, seinen Beruf aufzugeben. Denn das ist eine richtungsweisende Entscheidung. Und richtungsweisende Entscheidungen sind verdammt schwer zu treffen. Auch wenn du vielleicht schon öfter irgendwo gehört oder gelesen hast, das ist doch ganz einfach. Ja, im Grunde mag es auch einfach sein. Aber love it, change it or leave it. Nee, so einfach ist es eben nicht. Denn es ist dann nicht damit getan, zu deinem Chef zu gehen, ihm die Kündigung hinzulegen und dann aus dem Büro zu hüpfen und zu rufen, hurra, hurra, ich bin endlich frei, ich hab's geschafft, ich hatte jetzt den Mut. Nee, du schließt doch damit auch mit einem Kapitel, mit einem emotionalen Kapitel von deinem Leben ab. Und was ist mit deiner Verantwortung und Verpflichtung, die du womöglich hast? Und wie verdienst du deine Brötchen? Also du musst doch wissen, wie es danach für dich weitergeht. Wie sehen die nächsten Schritte für dich aus? Ist die Berufsentscheidung im Leben überhaupt so wichtig? Sie ist eine der wichtigsten und langwierigsten Entscheidungen, die wir treffen und hat verdammt großen Einfluss auf dein Leben. Angenommen, diese Linie stellt dein Leben dar. Du wirst irgendwann geboren, also du wurdest irgendwann schon geboren, sonst wärst du jetzt nicht hier, und wirst irgendwann sterben. Das ist im Schnitt in Deutschland mit 81 Jahren. Für gewöhnlich werden Kinder mit 6 Jahren eingeschult und bleiben dort bis Übergang ins Berufsleben. Sagen wir, das ist mit 19. Mit 19 gehst du über in Ausbildung, Studium, Job, whatever. Und bleibst dort drin bis Renteneintritt. Das ist nach heutigem Stand mit 67 Jahren. Somit hast du einen Bereich hier, deine
Lebensarbeitszeit von 48 Jahren. Das soll eine 8 darstellen. Dagegen gibt es noch zwei andere Zeiträume. Und zwar die erste und die letzte Zeit deines Lebens. In beiden Zeiträumen bist du den Großteil deiner Zeit fremdbestimmt. Denn wir alle kommen auf die Welt und wir brauchen erstmal Mama und Papa. Wir brauchen jemanden, der für uns da ist, der uns versorgt, der Essen für uns besorgt, der uns die Welt erklärt und auch jemand, der uns die Windeln wechselt. Und am Ende deines Lebens sieht es womöglich wieder genauso aus. Im Alter sehen wir uns danach, dass jemand für uns da ist, dass sich jemand um uns kümmert, Zeit mit uns verbringt, dass wir versorgt werden von jemandem und vielleicht auch, dass jemand da ist, der uns pflegt. Und womöglich auch wieder die Windeln wechselt. Also bist du auch hier einen nicht unerheblichen Teil deiner Zeit fremdbestimmt. Also lass uns das Augenmerk auf die längste Zeit deines Lebens legen, deine Lebensarbeitszeit. Denn in diesen 48 Jahren bist du vermeintlich in der Lage, dein Leben selbstbestimmt zu führen. Denn du hast das Alter, du hast die körperliche Voraussetzung, die Physis, du hast das Wissen und auch die mentale Kraft dazu. Denn du stehst hier in der besten Zeit deines Lebens. Hast du jetzt aber einen Beruf, der nicht zu dir passt? Oder noch schlimmer, du überlässt die Berufswahl dem Zufall. Dann rotzt du womöglich die Jahre hier einfach so hin, mit dem Ziel in Rente zu gehen. Und wie verrückt musst du denn sein, dich während dieser entscheidenden Zeit nicht bewusst um dein Leben zu kümmern? Weißt du, was mir wirklich eiskalt den Rücken runterläuft? Das ist die Tatsache, dass jeder sechste von uns hier in Deutschland seinen 65. Geburtstag nicht erlebt. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen ist dir vielleicht jetzt bewusst oder auch wieder bewusst, wie wertvoll diese Zeit für dich ist und wie wichtig auch Entscheidungen sind. Und hier kommt der zweite Baustein ins Spiel. Deine Werte. Wie du deine Werte herausfinden kannst, dazu eine Übung, eine relativ einfache, aber sehr, sehr effektive Übung. Die Übung hat mir und vielen Menschen in meinem Umfeld schon sehr klar dabei geholfen, die eigenen Werte auf Papier zu haben. Ich lade dich ein, diese Übung gerne später zu machen. Mach dir jetzt ein paar Notizen. Sie geht folgendermaßen. Du nimmst dir etwas Zeit für dich alleine. Eine halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden, so viel Zeit du brauchst. Und etwas zu schreiben. Dann schreibst du alle Werte auf, die dir wichtig sind und wertvoll. Werte können zum Beispiel sein Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Wissen, Freiheit, Fairness und so weiter. Also einfach alles aufschreiben, was dir einfällt und wertvoll für dich ist. Nun gehst du hin und streichst all das aus, worauf du verzichten könntest, wenn du es wirklich müsstest. Nun hast du noch ein paar wenige Werte da stehen. Vielleicht noch 3, 5, vielleicht noch 7 Werte. Die sortierst du jetzt nach Priorität. Du fängst an und arbeitest dich hoch bis zu deinem wichtigsten Wert und hast jetzt deine Werte und dein Wertesystem ganz glasklar vor Augen und kannst damit dein Leben, dein Arbeitgeber, deinen Beruf abgleichen. Stimmen deine Werte mit den beruflichen Werten überein? Dazu auch ein Beispiel. Angenommen, einer deiner Werte ist Gerechtigkeit. Einer deiner höchsten Werte ist Gerechtigkeit. Wie bei mir auch. Und ein anderer Wert von dir ist Erfolg. Du arbeitest nun für ein Unternehmen, was sehr, sehr erfolgreich ist. Und auch du machst einen richtig guten Job und bist verdammt erfolgreich in dem, was du tust. Dann stimmt das erstmal mit deinem Wert Erfolg überein. Beruht dieser Erfolg allerdings auf dem Beschiss der Kunden, dann wird es für dich nicht funktionieren, denn es stimmt nicht mit deinem Wert Gerechtigkeit überein. Also vertrau deinen Werten. Denn sie kennen die Richtung und zeigen dir immer den Weg. Sie zeigen dir immer, wo es hingeht. Denn deine Werte sind dein Kompass. Selbst der große Philosoph Nietzsche hat schon mal sehr treffend gesagt: Der Beruf ist das Rückgrat des Lebens.
Seine Entscheidung ist die wichtigste. Ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen muss. Und auch wenn ich noch immer zu fast 50% taub bin und ich weiß, daran wird sich auch in meinem ganzen Leben nichts mehr ändern, bin ich meinem Hörgerät oder wie mein kleiner Bruder so schön sagt, diesem peinlichen Ding hinter meinem Ohr, unendlich dankbar. Denn nur deswegen bin ich da hingekommen, wo ich heute stehe. Denn heute stehe ich hier, kenne meine Werte und habe meine Berufung gefunden und lade dich ganz herzlich dazu ein, dass du deine Werte kennst, deine Werte glasklar vor Augen hast und so einen Beruf wählen kannst oder einen Arbeitgeber wählen kannst, der wirklich zu dir passt. Denn die Zufriedenheit im Beruf, die Zufriedenheit im Beruf trägt doch maßgeblich zur Zufriedenheit von deinem gesamten Leben bei. Also kenne deine Werte. Ah, eine Sache noch. Du erinnerst dich noch an den Anfang? Ich habe behauptet, dass bei vielen Menschen, wie auch bei mir, die Woche aus so quälenden 4,5 Montagen und am Ende nur so einem halben Lichtblick, so einem kleinen Freitag, so einem halben Freitag besteht. Ich bin davon überzeugt, wenn du weißt, warum du deinen Job machst, wirst du ihn mit Leidenschaft und mit Herzblut ausüben. Denn dann hast du deine Berufung gefunden und kannst den Montag zum geilsten Tag deiner Woche machen.